Leute, heute geht es darum, wie ich ein Rad richtig wuchte. Wann muss ich ein Rad wuchten? Einerseits muss ich es wuchten, wie ihr es gesehen habt bei unserem vorherigen Video, wenn ich einen neuen Reifen montiert habe auf die Felge. Oder aber auch sollte man sie wuchten nach jedem Wechsel bzw. vor dem Aufziehen, zum Beispiel der Sommerräder, sollten die Reifen oder Räder ausgewuchtet sein. Ihr braucht dafür natürlich eine Reifenwuchtmaschine. Diese findet ihr, wie auch die Montiermaschine, eigentlich in einer guten Mietwerkstatt. Und wir erklären euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ihr braucht natürlich einmal euer Rad, das ihr wuchten möchtet. Und hier geht es jetzt schon als erstes mal los. Ihr müsst hier auf der Achse der Wuchtmaschine den richtigen Konus wählen. Sprich, ein Konus, der reinpasst und wo der Konus nicht komplett durchfällt. Dieser hier ist in Ordnung, den können wir nehmen. Und dann geben wir das Rad schon auf die Achse drauf. Wir machen das erste Mal das Ganze bei einer Stahlfelge. Hier haben wir dann die Stahlfelgenfixierungsmanschette. Die geben wir jetzt hier auch noch mit drauf. Hier ist so ein Verriegelung- und Entriegelungsstift. Somit könnt ihr das leichter aufs Gewinde draufschieben. Und jetzt muss das Rad richtig zentriert werden und festgespannt werden auf der Achse der Montiermaschine. Ganz wichtig, bevor ihr wuchtet, sollten natürlich sämtliche alten Wuchtgewichte entfernt werden und auch der Luftdruck des Reifens sollte passen. Als nächstes kommt jetzt dieses Spezialwerkzeug ins Spiel. Hiermit ermittelt ihr die Felgenbreite. Das ist wichtig, denn die Maschine braucht gewisse Daten, sprich einmal die Felgenbreite, dann natürlich die Zollgröße und später, wie ihr dann noch sehen könnt, den Abstand der Felge zur Montiermaschine. Als erstes messen wir die Felgenbreite heraus, findet ihr allerdings auch oft auf vielen Originalfelgen eingeschlagen. Ihr setzt jetzt diese beiden Stifte an der Felge rechts und links gleich an und könnt jetzt hier oben an der Zahl rauslesen, wie groß die Felgenbreite ist. Wir sind jetzt hier auf 5,5. Diese Zahl, diese Zollgröße müsst ihr natürlich jetzt auch dann als erstes schon eurer Maschine sagen, damit sie das weiß. Ja, hier ist jede Maschine natürlich anders aufgebaut, allerdings sind sie vom Prinzip her eigentlich immer gleich. Hier wird die Felgenbreite, wie ihr seht, eingestellt. Hier wird die Zollgröße eingestellt. Und hier wird der Abstand, sehen wir gleich noch, zur Maschine eingestellt. Wir stellen jetzt zuerst die 5,5 der Felgenbreite ein. Somit haben wir den ersten Wert schon eingestellt. Als nächstes kommt dann die Zollgröße der Felge. Diese steht eigentlich immer auf dem Reifen drauf. Da haben wir hier die 14. Kurz zur Erklärung nochmal. Ist relativ interessant, was die Zahlen hier überhaupt bedeuten. 165 ist die Reifenbreite, hier oben praktisch, in Millimeter. Dann kommt die Höhe prozentual gesehen zur Reifenbreite, also 70% Höhe zu 165 mm Reifenbreite. Dieser Buchstabe sagt aus, ob es ein Radialreifen ist. Wir haben eigentlich nur noch Radialreifen, sprich hier steht ein R. Danach kommt die Zahl der Zollgröße, 14 Zoll. Danach der Tragfähigkeitsindex, 81 in diesem Fall. Und danach noch der Kennbuchstabe für die Geschwindigkeit. Hier haben wir ein T, in diesem Fall sind sie nur bis 190 km/h zugelassen. So, also, wir haben abgelesen vom Reifen, 14 Zoll Reifen bzw. Felgengröße. Auch dies tragen wir ein. Hier steht schon auf 17 Zoll, wie ihr seht. Ihr könnt halt dann wirklich sämtliche Größen einstellen. 14 Zoll. Als letzten Wert, den wir jetzt noch brauchen, ist wie gesagt der Abstand der Felge zur Montiermaschine. Dafür gibt es hier so solche Messschieber. Bei neueren Maschinen wird dann dieser Wert automatisch sogar übernommen. Ist aber jetzt kein großes Muss, sondern ihr könnt es natürlich auch wie hier manuell dann eintragen. Wir messen hier mit diesem Messschieber direkt, wie wir auch vorhin die Felgenbreite ermittelt haben, den Abstand der Felge zur Montiermaschine. Wir sehen jetzt hier, wir sind exakt auf der Zahl 90. Auch diesen Wert müssen wir jetzt hier noch eingeben. 90, der Wert ist eingestellt. Und jetzt können wir dann den Reifen drehen und somit die Unwucht ermitteln. Zu guter Letzt müssen wir jetzt noch der Maschine sagen, wo wir überhaupt unsere Wuchtgewichte montieren wollen.
Wir haben jetzt hier eine Stahlfelge. Bei Stahlfelgen ist es eigentlich Standard, dass diese rechts und links außen auf die Felge draufgeschlagen werden. Das handelt sich dann praktisch um solche Schlaggewichte. Die gibt es auch für Alu-Schlaggewichte. Die schauen dann ungefähr so aus, haben halt eine bisschen größere Maulweite. Wir können mit dieser Taste im Prinzip die Positionen bestimmen. Ihr seht jetzt, wo hier die Positionen hinwandern. Diese Einstellung wäre zum Beispiel bei Alufelgen, die innen und außen geklebt werden. Und wir nehmen jetzt die Stahlfelgeneinstellung, außen schlagen. Dafür wird jetzt die Haube geschlossen. Die Maschine dreht den Reifen jetzt und ermittelt die Unwucht, welche uns jetzt gleich hier dann auf dem Display angezeigt wird. Also ihr seht jetzt hier, wir haben rechts und links 10 Gramm Unterschied. Also um das Bild hier nochmal zu erklären, hier oben ist natürlich der Reifen und hier ist dann die Felge als Schnittbild gesehen, wie als wenn ich jetzt einmal den Reifen durchschneiden würde. Und jetzt müssen wir allerdings, wir können die nämlich nicht irgendwo hinschlagen, müssen wir jetzt noch die Maschine fragen, das sagt sie uns auch, indem man das Rad dreht, auf welcher Position dann das Schlaggewicht draufgeschlagen wird. Habt ihr die Position dann gefunden, fixiert ihr das Rad und schlagt dann exakt hier, wo der Pfeil praktisch ist, das ist eigentlich immer 90 Grad zur Maschine, setzt ihr das Wuchtgewicht an und schlagt es dann mit dem Montierwerkzeug auf die Felge drauf. Das erste Gewicht innen haben wir jetzt schon draufgeschlagen und jetzt gehen wir gleich nochmal auf die Position für das äußere Schlaggewicht, drehen den Reifen so weit, bis auch hier die Maschine uns sagt, wo das Gewicht montiert werden muss, fixieren diesen wieder und schlagen auch exakt 90 Grad zur Achse das Gewicht drauf. Danach drehen wir jetzt das Rad wieder und schauen, ob wir richtig die Gewichte geschlagen haben. Das schaut perfekt aus. Die Felge bzw. das Rad ist komplett auf 0 Gramm ausgewuchtet und hat somit eigentlich keine Unwucht mehr. Rad ist ausgewuchtet. Wir können dieses herunternehmen und dann gegebenenfalls natürlich das nächste Rad wuchten. Im Prinzip ist es eigentlich das gleiche bei einer Alufelge, allerdings gibt es Feinheiten, die anders sind. Das Gleiche, also um jetzt eine Alufelge zu wuchten, müssen wir gleich wieder anfangen und uns erstmal auch wieder den richtigen Konus aussuchen. Dieser ist fast schon ein bisschen zu klein. Dafür schauen wir mal, ob wir einen besser passenden haben. Der schaut auf jeden Fall besser aus. Wir legen diesen auf die Achse drauf und auch die Alufelge wieder drauf. Allerdings gibt es jetzt hier einen Unterschied. Ihr solltet jetzt nicht dieses Distanzstück nehmen, welches nur für Stahlfelgen geeignet ist, sondern ihr nehmt so einen etwas größeren Teller, welcher auch hier so eine Gummiauflage hat, damit ihr die Felge auch nicht zerkratzt. Danach geht das Spiel eigentlich genau wieder von vorne los. Ihr messt zuerst die Felgenbreite. Hier sind wir bei 8,5. Gebt es dann natürlich auch in die Maschine ein. Hier wieder die Felgenbreite. Am Reifen lesen wir dann wieder die Felgengröße ab. Hier handelt es sich um eine 17 Zoll Felge. Auch dies sagen wir wieder der Maschine. Und auch den Abstand messen wir wieder und geben diesen auch dann wieder in die Maschine ein. Und jetzt kommt eben halt der große Unterschied zu den Stahl- oder Alufelgen.
dass wir, wie gesagt, jetzt die Position der Wuchtgewichte bestimmen müssen. Und wir haben jetzt hier keine Möglichkeit, rechts und links irgendein Gewicht zu schlagen, sondern hier kommen dann diese schönen Klebegewichte ins Spiel. Und das sagen wir auch der Maschine, denn wir kleben jetzt hier einmal innen und auch außen dann die neuen Wuchtgewichte ein. So, also wir haben jetzt gerade gesehen, auch hier wäre ein Kleben möglich. Das ist bei Tiefbettfelgen, allerdings macht man das relativ selten, weil es unschön ausschaut, wenn du am Tiefbett Wuchtgewichte kleben hast. Also diese Einstellung ist in den seltensten Fällen der Fall, sondern bei Alu haben wir immer die Position der Klebegewichte innen an der Felge und auch außen an der Felge. Zur Veranschaulichung, hier sehen wir noch die alten Gewichte. Das wäre diese Außenposition. Und wenn wir das Rad jetzt weiter drehen, sehen wir auch hier innen, wo das alte Gewicht innen geklebt wurde. Um den Reifen natürlich jetzt richtig wuchten zu können, wir machen jetzt hier die Gewichte nicht weg, weil der Reifen noch nicht gewuchtet werden soll eigentlich. Aber wie gesagt, normalerweise davor, auch egal ob Stahlfelge oder Alufelge, die Klebegewichte runter machen oder die Schlaggewichte runter machen, bevor wir das Ganze, die Unwucht ermitteln. Wir lassen das Rad wieder drehen. Und sehen sogar hier, trotz der Klebegewichte, haben wir nach einer Saison eine Unwucht von auf jeder Seite 15 Gramm. Auch hier suchen wir dann wieder die richtige Position, wo wir die Klebegewichte hinkleben würden, wenn wir es jetzt tun. Dann entscheiden wir hier, meist sind es 5 Gramm Klebegewichte. Wir reißen dann hier die 15 Gramm ab und kleben sie dann genau hier oben 90 Grad wieder zur Achse drauf. Wichtig, bevor ihr die Klebegewichte draufklebt, solltet ihr auf jeden Fall die Felge an dieser Stelle sauber machen, damit die Gewichte richtig halten und nicht irgendwann runterfallen. Auch hier seht ihr wieder, es ist eigentlich kein Hexenwerk. Ihr müsst wirklich nur darauf achten, dass ihr der Maschine die richtigen Daten nennt, weil nennt ihr keine richtigen Daten, so werden falsche Werte ermittelt und trotz, dass die Maschine möglicherweise nur Null anzeigt, bleibt eine Unwucht weiterhin bestehen. Was auch noch ganz wichtig ist, ist eben halt, dass die Felge oder das Rad richtig auf der Achse positioniert ist. Und da kommen, wie gesagt, diese Konis sind da das A und O, dass ihr da die passenden nehmt. Und auch, wie schon gesagt, bei Aluminiumfelgen wirklich nur den großen Teller verwenden. Denn verwendet ihr diesen Teller, wie wir vorhin schon gezeigt haben, hier ist keine Isolierung oder keine Beschichtung drauf. Dieser würde wirklich dann Kratzer auf die Felge machen. Sollte die Wuchtmaschine zum Beispiel diese Teller überhaupt gar nicht haben, dann geht es auch, wenn ihr nur dieses Fixierteil habt, indem ihr dann praktisch den Konus von außen auf die Felge gebt. Sprich, wir haben hier hinten auf der Achse jetzt keinen Konus drauf, geben als erstes die Felge drauf, jetzt den Konus drauf. Und dann geben wir die Fixierhilfe drauf. Auch das wäre eine Möglichkeit und würde genauso funktionieren. Ja Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen hoch. Ihr dürft auch gerne mal unsere Videos teilen. Wir sind auch auf Facebook oder Instagram zu finden. Ihr seht ja unten die ganzen Symbole eingeblendet. Wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann drückt ihr jetzt hier über mir den gelben Abonnier-Button. Das Ganze ist natürlich kostenlos und dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.